Mitten in der Nacht. Du fährst zu einem Einsatzort, gemeldet ist unklare Sache, unklare Erkrankung, unklar, alles unklar, keine Verständigung, kein Deutsch, nix. Naja, also im Endeffekt stand was auf dem Fax, was man, naja, die Adresse, das war das Einzige, was da drauf wirklich inhaltsmäßig interessant war. Wir fahren auf jeden Fall dahin. Es ist ein Mehrfamilienhaus gewesen, ich glaube zweistöckig nur, ne? Also ein relativ kleines. Und das war unten eine Erdgeschosswohnung. Naja, wir auf jeden Fall Ding-Dong, geklingelt und dann macht uns ein jüngerer Herr auf, aus dem südländischen Bereich und sagt, ja, mein Freund, nicht gut gehen, krank. Naja gut, wir erstmal rein, Heizung natürlich auf 5, ne, volle Pulle, es war super warm da drinne. Und dann liegt da im Wohnzimmer noch ein jüngerer Kerl, auch Südländer seines Zeichens, liegt auf der Couch und windet sich hin und her. Immer so. Naja, wir auf jeden Fall erstmal gefragt, ne, können Sie Deutsch und so? Und der, der da lag, und, der konnte natürlich kein Deutsch, der konnte nicht ein Wort Deutsch. Und der andere, der konnte gebrochenes Deutsch. Naja, und dann ihn erstmal gefragt, was ist denn hier überhaupt los? Ja, er ist ganz schwer krank und er hat seit 3 Tagen Erkältung. So, ich gucke schon meinen Kollegen an, Erkältung. Ja, Erkältung. Und hat Großfieber. Aha. Wie groß ist denn das Fieber? Ja, 39,3. Mhm. Habt ihr gemessen? Ja, gemessen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir dann mit ihm gesprochen und gesagt, hier, pass auf, wir können dir anbieten, nachts gibt es auch den kassenärztlichen Notdienst. Der kommt in solchen Fällen auch raus, weil das ist jetzt nichts fürs Krankenhaus. Naja, das scheint eine ganz normale Erkältungserkrankung zu sein, mit Schüttelfrost, mit Fieber. Ne? Klar, fühlt man sich natürlich scheiße, fühle ich mich auch richtig mistig, aber ist halt eben nichts fürs Krankenhaus. Naja, auf jeden Fall er dann immer auf seiner Landssprache dann mit dem anderen gesprochen und der sagt, nein, wir müssen ins Krankenhaus, unbedingt ins Krankenhaus. Also diese Diskussion ging bestimmt eine halbe Stunde, weil ich gesagt habe, ich fahre mit Ihnen so nicht ins Krankenhaus, es gibt keine Notfallindikation. Das ist etwas für den Hausarzt. Ja? Außerdem kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wenn wir ins Krankenhaus fahren, dann sind Sie derjenige, der da stundenlang sitzt und wartet. Ich sage, das ist doch viel angenehmer, wenn man hier zu Hause zumindest im Bett oder auf der Couch liegen kann, zugedeckt mit einem Tee, ne, oder wie auch immer und Glotze an, als wenn man im Warteraum im Krankenhaus stundenlang sitzt mit Schüttelfrost und Fieber und so und habe denen das versucht zu erklären. Und dann sagt dieser Typ, der eine, so völlig genervt, du komme mit und zieht mir so am Ärmel. Und ich denke, was denn nun? Und dann geht er in Richtung Haustür. Jetzt kommt's. An der Haustür von innen war ein Zettel rangeklebt und auf dem Zettel stand, wortwörtlich, ist nicht übertrieben, da stand drauf, wenn du habe Probleme Medizin, dann rufe 112 und dann war Klammer auf, in rot fett unterstrichen, Auto kommen immer und ganz viele Ausrufezeichen, Klammer zu. So, und dann stand da drauf, Serviceruf Nummer 112 bei medizinischen Sachen. So, ich sage, wer hat das denn geschrieben? Ja, Betreuer, weil Patient 17 Jahre ohne Eltern in Deutschland. Ach so, denke ich. Okay, alles klar. Also Flüchtling, Geflüchtet. Ja, Flüchtling. Okay, also Eltern noch nicht da. Dann leuchtete das auch ein. Ne? Die hatten da diesen Zettel. Die haben sich natürlich richtig verhalten. Die haben auf den Zettel geguckt, den der Betreuer denen gegeben hat. Egal was ist, medizinisch 112 anrufen. Das haben sie gemacht. Da kann man denen keinen Vorwurf machen. Deswegen haben sie auch bestanden darauf, ins Krankenhaus zu fahren. Und jetzt kommt's. Ich habe dann gesagt, Rufnummer, da stand nämlich eine Handynummer drauf. Ich sage, ist das die Nummer vom Betreuer? Ja, ist Betreuer. Ich sage, gut, mein Handy rausgeholt, Nummer gewählt. Ich sage, schönen guten Tag, mein Name ist Siebert vom Rettungsdienst. Ich bin jetzt gerade bei Ihrem Schützling XYZ. Und der hat uns angerufen, weil er eine Erkältung hat. Einen ganz doofen Schnupfen hat er. Ne? Und leicht erhöhte Temperatur. Und das ist nichts fürs Krankenhaus. Da hat der Typ allen Ernstes mich am Telefon angemacht. Sind Sie nicht ganz dicht? Was rufen Sie mich zu dieser Uhrzeit eigentlich an? Haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Ich sag, ach Mensch, guter Mann, stellen Sie sich mal vor. Ihr Schützling hat auch um die Uhrzeit bei uns angerufen. Ja, das ist aber euer Job, da nachts hinzufahren. Ich sag, ja, das ist auch richtig. Und wir fahren hier auch gerne her. Und der ist auch wirklich krank, aber nichts fürs Krankenhaus. Ich sag, und ganz ehrlich, das muss ich Ihnen mal sagen, diesen Zettel, den Sie da hingehängt haben, der ist völliger Mist. Ja, damit suggerieren Sie den Leuten, die sollen wegen jedem Kleinkram die 112 anrufen, obwohl es so Institutionen gibt wie die Kassenärztliche Vereinigung, wo Hausärzte oft in den Autos sitzen, sogar nach Hause kommen und so weiter.
Und dann wollte er mit mir nicht rumdiskutieren, wollte meinen Namen haben, wollte dann mein Unternehmen haben, wo ich arbeite und so, und sagt dann, er wird sich da beschweren. Und er verbietet es sich, dass nachts angerufen wird. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, guter Herr, sollte Ihr Schützling noch öfters bei uns mitten in der Nacht anrufen, wegen Erkältung, Husten, Schnupfen und Fieber. Ihm wird ja auch erzählt, du kommst nach Deutschland, egal was du hast, ruf die 112 an. Man kann ihm ja auch keinen Vorwurf machen. Er hat sich genau so verhalten, wie man es ihm beigebracht hat. Das muss man ja einfach mal an dieser Stelle auch erwähnen. Aber dann werden sie auch immer wieder angerufen werden, weil der Knirch ist minderjährig und sie sind der gesetzliche Betreuer. Und wir müssen sie doch informieren, wenn wir ihn jetzt mit ins Krankenhaus nehmen oder wenn wir notfallmäßig hier bei ihrem Schützling sind, müssen wir sie ja über den Sachstand informieren. Sie sind der gesetzliche Betreuer. Daraufhin hat er dann natürlich nicht mehr sehr viel gesagt. Ich habe dann noch gewartet ein paar Wochen, ob es dann wirklich zu einer Beschwerde kam. Ich habe bis heute nichts von diesem ganzen Kram gehört und das ist nun auch schon einige Monde her. Ja, und was lernen wir da draus? Ganz ehrlich, liebe Betreuer, solltet ihr das hier sehen oder wie auch immer gesetzliche Vormunde, macht euch bitte erstmal Gedanken, was ist überhaupt die 112, wann rufe ich die 112 und in welchen Fällen kann man auch zum Hausarzt. Kleiner Tipp, ihr als gesetzliche Betreuer seid sogar gesetzlich dazu verpflichtet, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Und genau in so einem Erste-Hilfe-Kurs wird einem suggeriert und beigebracht, wann rufe ich die 112, wann ist das angebracht und wann könnte man vielleicht sogar den Hausarzt da mit ins Boot reinnehmen.